Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn SPD und Grüne hier salbungsvolle Erklärungen zum Mauerfall abgeben, die SPD hat ja aus Angst vor uns sogar auf einer zweiten Debatte bestanden, dann muss man eigentlich nur nach Berlin schauen, um zu sehen, wie ernst man das nehmen kann. Also lassen wir die Sonntagsreden aus der ersten Debatte mal beiseite und schauen wir auf die Fakten. Erst letztes Jahr haben SPD, Grüne gemeinsam mit der Linken, der Ex-SPD, Hubertus Knabe, den verdienten Leiter der Stasi-Gedenkstätte in Hohenschönhausen, abgesetzt. Wahrscheinlich ist er zu streng mit der DDR umgegangen. Eine Vielzahl namhafter DDR-Bürgerrechtler protestierte vergebens. Wo waren da die salbungsvollen Worte von der SPD? Aber zur Geschichte gehört eben auch, dass die linken Parteien in der Bundesrepublik die deutsche Einheit von Anfang an bekämpft haben. Gerhard Schröder, der spätere Kanzler, nannte kurz vor Mauerfall den Begriff der Wiedervereinigung, Zitat, reaktionär und hochgradig gefährlich. Und die erbärmliche Rolle von Johannes Rau, der für ein paar billige Punkte im Wahlkampf gleich die DDR-Staatsbürgerschaft anerkennen und den Betroffenen damit jeden Schutz durch bundesdeutsche Dienststellen entziehen wollte, ist ja im Antrag schon vermerkt. Da hilft Ihre Gedenkheuchelei nach 30 Jahren nicht, das kauft Ihnen niemand ab, meine Damen und Herren. Die Wiedervereinigung, das ganze Thema war und ist der deutschen Linken überhaupt ein Graus. Dass Deutschland ein einiges Land ist mit einem einigen Volk, das passt ihnen nicht. Der Sozialismus ist eben keine gute Sache. Er macht die Menschen nicht glücklich. Ja, wo sie konnten, da sind sie vor ihm geflohen, unter Gefahr für ihr Leben. Linksdiktatur, Mauertote, Stasi-Folter, das sind die Ergebnisse auch ihrer Ideologie, wenn man sie nur konsequent genug umsetzt. Das ist die Wahrheit und Sie faseln hier heute Morgen Ihre halbe Redezeit vom Rechtspopulismus, meine Damen und Herren. Deswegen passt es den linken Parteien nicht, dass die ungeliebten Brüder und Schwestern in der DDR Deutschlandfahnen schwenken. Es passte ihnen auch nicht, dass Hunderttausende skandierten, wir sind ein Volk. Mit den Deutschen in der DDR oder in den neuen Bundesländern haben sie gefremdelt und sie tun es bis heute. Genüsslich saugen Sie doch jeden Zeitungskommentar auf, in dem wir dazu angehalten werden, uns vor Sachsen, vor Brandenburgern und allen anderen sogenannten Dunkeldeutschen zu gruseln. Denn bei allen Verheerungen, die der Sozialismus angerichtet hat, hat er die Menschen dort doch auch gegen vieles immun gemacht. Immun sind die Menschen dort gegen Verheißungen der Politik, die Welt und die Menschheit zu retten, ob im Grünen oder im roten Mäntelchen. Und weder Zeitung noch der vermeintlich staatsferne Staatsfunk werden so unkritisch angenommen wie hier im Westen. Uns Westbürgern fehlt diese Immunisierung allzu oft. Wir sind eben anders groß geworden. Nicht nur das Wohlstandsgefälle nach Osten hin war beachtlich, es gab eine Kultur der freien Meinung. Es gab eine vielfältige Presselandschaft und es gab klare politische Alternativen im Westen der Nachkriegszeit. Heute herrscht auch hier an vielen Stellen ein Parteienblock. CDU und FDP haben alle nationalen Positionen geräumt, die zu einem demokratischen Spektrum dazugehören. Darüber kann auch das dünne Papierchen, das Sie heute Morgen noch schnell nachgeschoben haben, nicht hinwegtäuschen. Ich sehe auch schon gleich den Kollegen Bergmann hier stehen und uns mit bedeutungsschwangerer Miene erklären, warum unser Antrag unzulänglich ist und warum wir für dieses CDU-Bullshit-Bingo stimmen sollen, das Sie da vorgelegt haben. Meine Damen und Herren von der CDU, der Antrag beweist leider nur eins, dass Sie längst die Fifis, die Kacks oder wie auch immer Sie es nennen wollen, der politischen Linken geworden sind. Ihre Partei, allen voran Helmut Kohl, haben sich um die deutsche Einheit verdient gemacht. Aber Sie haben die Nation eben quasi im gleichen Atemzug danach auch verraten und verkauft. Alles, wofür die Deutschen in der DDR 1989 auf die Straße gegangen sind, Freiheit, Souveränität, Wohlstand, ja und sogar die D-Mark, all das haben sie an die neue Zentrale nach Brüssel verkauft.
Und im Westen gibt es bis heute kaum Widerstand. Kein Wunder, denn Generationen mussten sich nie wirklich mit Unfreiheit, mit Sozialismus und mit Planwirtschaft auseinandersetzen. Dieses Glück hatten wir und unsere Brüder in der DDR hatten es eben nicht. Und ihre Bildungspolitik bringt Unwissen oder bestenfalls gefährliches Halbwissen hervor. Schon 2008 ermittelte die sogenannte Schröder-Studie erschreckende Wissenslücken zum Thema DDR bei den Schülern, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Die Studie ist jetzt 11 Jahre alt und geändert hat sich seither nichts. Die Verbrechen des Sozialismus werden an deutschen Schulen kaum thematisiert. Stattdessen wird jetzt der neue grün bemäntelte Sozialismus gelehrt. Wundert es da noch jemanden, dass jetzt ausgerechnet 30 Jahre nach Mauerfall die Stasi-Unterlagenbehörde abgewickelt wird? Dabei sind viele Täter und Opfer noch am Leben und vieles ist eben noch nicht aufgearbeitet. Das ist einer großen Koalition aus CDU, SPD, FDP, Grünen und SED-Nachfolgepartei Linke aber offenbar egal. Aber meine Damen und Herren, wenn es keiner von Ihnen tut, dann macht es hier halt die AfD. Wir danken unseren Mitbürgern aus Mitteldeutschland für ihren mutigen Freiheitskampf. Wir freuen uns über ihre Gradlinigkeit und Widerstandsfähigkeit bis zum heutigen Tage. Wir wehren uns gegen die Schmähungen, die von linker Seite immer häufiger nach Osten gerichtet werden. Meine Damen und Herren, wenn Einigkeit und Recht und Freiheit Ihnen allen offenbar nicht so viel bedeuten, dann werden wir es eben sein, die dem Mut, der Entschlossenheit und auch dem Schneid der Freiheitskämpfer von 89 ein würdiges Andenken bewahren. Und deshalb sagen wir 30 Jahre nach dem Mauerfall, es ist an der Zeit, dass auch wir im Westen bereit sind, etwas von den Ostdeutschen zu lernen. Und das ist eben der unbedingte Wille nach Freiheit, nach Demokratie und nach kontroverser Debatte. Vielen Dank.